So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Der Kalle für euch am Mikrofon aus Division. Hier waren wir stehen geblieben, hier machen wir weiter. Und zwar, was wollten wir denn eigentlich machen? Ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich gedaddelt habe. Ah, ist momentan alles so viel. Wir wollten weitermachen. Ausbauten 0 von 10. In Ordnung. Ausbauten. Laptop benutzen. Ah ja, da schau an. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Der medizinische Flügel erfordert Medizinflügelgüter für jeden Ausbau. Indem man medizinische Einsätze oder medizinische Kämpfe abschließt. Okay. Ah ja, da schau an. Vorteile? Führen Sie den ersten Ausbau durch. Ja, bauen wir mal. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. So, was haben wir denn jetzt Schickes gemacht? Ah, ja. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ja, jeden Tag eine gute Tat. Fängt schon wieder an. Sehr schön, haben wir das schon mal. Eine Apotheke, die ist aber offline. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit dem nächsten Flügel. Ich sehe doch, dass Sie bessere Ausrüstung Was ist denn mit dir? Ausstattungshändler, Waffenhändler. Wir könnten hier mal ein bisschen noch was verkaufen. Eine bessere Auswahl finden Sie nirgendwo. Ja, ist recht. Ich will aber verkaufen. Die hier zum Beispiel. 40 Wert. Verkaufen wir. Die würde ich gerne behalten. Dann können wir die hier noch verkloppen. Brauchen wir auch nicht mehr. Den Schutzpanzer haben wir an. Den können wir auch verkloppen. Den können wir verkloppen. Rucksack, ja. Machen wir das Inventar gleich mal leer. Man weiß ja nie, was man noch so alles findet. Kloppen wir mal alles. Knieschoner, schützende Handschuhe. Ja, das lassen wir noch. Schutzmaske. Perfekt. Kein Rückgaberecht. Okay. Dann würde ich sagen, was haben wir denn jetzt eigentlich hier für... da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier hin. So, Einsatz. Flügelausbau. Was haben wir hier? Belohnungshändler. Postamt. Operationsbasis. Okay, hier mein Einsatz. Den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Steht der Strom. Tanks halten Stand. Verstanden, gut zu hören. Habt ihr die Zahlen für Phase 2 der Säuberung der Hudson Yards? 263 infiziert. 47 vielleicht, aber aktuell ohne Symptome. Wiederhole, 263 infiziert, 47 vielleicht. Haben wir genug für alle? Sicher. Natürlich wird dabei das gesamte Bahndepot draufgehen. Wir tun, was nötig ist. Wie viele sind gesund genug, um zu fliehen? Ich schätze 10% der gesamten Barackenpopulation, also vielleicht 40. Wenn das Depot brennt, laufen die Ratten um ihr Leben. Verstanden. Verdoppelt die Wachen und regelt die Umgebung ab. Macht alles dicht. Das Depot wird gesäubert. Keine Ausnahmen. Ja, denen werde ich helfen. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Bin schon auf dem Weg. Los geht's. Dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Können wir ein bisschen Gas geben hier? So. Einmal hier rüber. Und da vorne ist es auch schon. Gegen die Cleaner, glaube ich, müssen wir jetzt. Irgendwie habe ich den Namen so behalten. Cleaner. Sind auf jeden Fall keine netten Jungs. Was ich jetzt auch machen kann, habe ich rausgefunden vorhin gerade. Bam. Bedürftiger Zivilist. Was hast du denn, Freund? Erste-Hilfe-Set geben. Komm, kriegst du eins ab. Das gute Zeug ist immer ganz gut. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Was hat der denn? Eine coole Doppeljacke. Ja. Nehmen wir. Freundlichkeit zahlt sich aus. So. Was mit euch? Ich bete für Sie. Ja, alles cool, Jungs. So, Hudson Flüchtlingslager.
Und es ist mal wieder dunkel. Wird es hier auch mal hell? Ich glaube, wir haben die ganze Zeit fast nur im Dunkeln operiert, kann das sein? So. Entdeckt Hudson Yards. Was ist denn mit ihm hier? Passen Sie da draußen auf sich auf. Schön brav, Kleiner. Diese Stadt braucht Helden wie Sie. So. Müllabfuhr, hier geht's rein. Okay. Uiuiui. Ah, ich kann noch was. Drücken Sie Option Sekundärwaffen anlegen. Okay, cool. Wie mache ich das? Freunde der Sonne? Ah, ja. Da hätte ich jetzt theoretisch... Okay, wir haben ja die andere Wumme verkauft. So, los geht's. Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Läuft. Aktives Echo-Signal geortet. Okay, was ist das jetzt? Krass. Das sieht ja stark aus. Oh, ekelhaft. Oh, ich glaube, ich werde krank. Hey, das oder gar nichts? Krass. Okay. So, wo müssen wir hin? Ah, da hinten. Da sind die Bösen. Ach, das sind die Jungs mit den Flammenwerfern. Ah. Ja, es hilft ja nichts, ne? Dann wollen wir mal. Wow. Oh shit, ich glaube, ich gehe schon wieder drauf, Jungs. Geht ja gar nicht. Wow, Alter. Ach nein, ich hab's gewusst, dass ich drauf gehe. Ja, fängt ja schon gut an, die Folge hier. Wahnsinn. Ich bin noch gar nicht richtig drin hier. Ich muss mich erstmal auf meinem Schleudersitz hier ordentlich hinsetzen. So. Jetzt können wir starten. Agenten finden. Ach, nix Agenten. Warum läuft denn jetzt wieder raus? Ich will doch da rein. So. Jetzt geht's rund. Ich hab doch gewusst, ich hab noch 3 Splittergranaten. Warum konnte ich die denn eben nicht auswählen? In Ordnung. Cloud-Daten. Okay. Da sind die Jungs jetzt. Wenn wir es schaffen, jetzt hier ordentlich gleich 2 Granätchen... da immer von unten kommen. Boah, weg. Boah, was ist denn mit dir, Freund? Alter, ich werd bekloppt, ey. Boah. Leute, verzeiht mir, wenn ich hier dann immer so ein bisschen leise bin, aber...
Ich muss mich hier echt konzentrieren, ey. Das ist echt brutal. Wow. Ist da noch eine? Mehrere sogar. Alter, ich flipp aus, ey. So, noch einer übrig. Scheint es jetzt erstmal gewesen zu sein, oder? Alter! Was läuft denn mit denen falsch hier? Die haben richtig heftig auf Krawall gebürstet, die Jungs. Erste-Hilfe-Set, sehr gut. Noch ein Erste-Hilfe-Set. Sehr schön. Okay. Ah ja, da hinten sind wieder welche. Na komm mal her. Ja. Okay, okay. Boah, Alter. Das sind ja schon wieder die Jungs, die richtig übel drauf sind. Boah. So, komm raus da. Junge, komm raus da. Wow, echt heftig. Wow. Wow. Agent, ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus. Und das passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, Sie glauben doch nicht. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent. So. Das mit dem Impuls finde ich jetzt ziemlich cool hier. Bedrohung 3. Okay. So. Da geht's weiter. Wo zeigt er mir jetzt hier die Bedrohung an? Okay. Nee. Ah, das ist eine Bombe, oder was? So ein... Wer macht denn sowas? Wow! Ich sag's noch. Achtung. Alter! Kann ich die erschießen? Oder wie funktioniert das? Heißt doch wieder Bullshit hier. Oh, Alter. Ist doch nicht normal, ey. Wie sieht man denn die... Oder schießt das Ding da hinten, ne? Ich check's grad nicht. Oder das rote Licht da oben? Ich blick's echt nicht. So.
Oh, da stehen schon wieder welche. Hey, sie wollen abhauen. Wir müssen hier weg. Diese Typen, ich hab's gesehen. Die verbrennen Menschen. Oh Gott, was machen sie? Die dürfen mich nicht sehen. Ich sage ihnen, wir sitzen in der Scheiße. Alles ist cool, Jungs, ich bin hier. Macht euch vom Acker. So, ist da jetzt schon wieder irgendwo eine Bombe? Ich check das nicht mit den Bomben. In Ordnung. Ah ne, es zeigt mir nur den Weg an. Okay. Ich bin jetzt echt etwas verwirrt. Ah, hier. Haha, diesmal habe ich sie gesehen. Aber ich habe auch keine Medipacks mehr. Das ist wieder ein schöner Mist. Und da ist noch eine. Jetzt werde ich die Dinger abgeknallt haben und jetzt kommen die Kasper von da hinten, wetten. So. Hier ist nix. Warnung! Kontamination steigt! Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Klar. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle ended. Hier, mit dem Zug scheint nicht mehr viel zu gehen. Oh, es piepst wieder. Da piepst's. Sichergestellte Aufklärungsdaten können im Aufklärungsmenü eingesehen werden. Finden Sie alle Aufklärungsdaten an der Kategorie... Oh, kriegen wir ein einzigartiges Kleidungsstück. Na, da freue ich mich aber. Okay, noch eine Bombe. Wo piepst's denn jetzt schon wieder? Schick mal so einen Impuls durch. Daneben. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen besser drauf achten sollen vorhin. Dann hätte ich die auch gesehen. So, komm her, du Kasper. So. Willst du sonst noch was wissen? Sie haben spezielle Granaten. Halten Sie X, um das Auswahlrad der Granaten zu öffnen. Aha. Ach Quatsch, dieses Steuerkreuz. Ah. Jetzt habe ich's raus, meine Lieben. Hat mir lang genug gedauert. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir das auch raus. So, Medipack wäre nicht schlecht. Da ist, gibt's eins. Okay. Und wo gibt's hier denn eine Bombe? Jetzt habe ich sie nicht gesehen. Aber es piepst ganz in der Nähe. So, jetzt kommen wir wieder. Ich sehe hier aber keine. Was soll denn der Mist? Da zeigt's rot an. Nein, das sind die Fässer. Okay. Meine Lieben, ich mache hier einen Cut, sonst wird die Folge zu lang. Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann geht's genau hier weiter. In diesem Sinne, euer Kalle. Ciao, ciao.